Mantra singen, eine der einfachsten und großartigsten Weisen, um den Geist zu erheben. Und wir werden nach den jetzt folgenden Vorträgen noch ein paar Kirtans singen, dann Om Triambakam Arati. Aber jetzt freuen wir uns ganz besonders, dass Professor Dr. Chandrasekhar Pandey heute Abend ein paar Worte zu uns sprechen wird. Er ist ein Professor für Management und auch für Personalwesen. Er ist ein Business Consultant in Jamshedpur in Indien und seit 5 Jahren kommt er immer auch im Sommer nach Paderborn und gibt dort Vorlesungen am Lehrstuhl für Personalwesen der Universität Paderborn. Professor Dr. Chandrasekhar ist aber auch spiritueller Aspirant. Er hat gelernt mit Swami Chinmayananda, dem Schüler von Swami Shivananda, und hat einige Jahre auch damit verbracht, intensiv zu praktizieren, als wandernder Sadhu im Himalaya zu sein. Und er war auch nicht nur in der Lehre von Betriebswirtschaft, sondern auch, er war im Vorstand von Tata, das ist eine der größten indischen Firmen mit ein paar hunderttausend Beschäftigten. Er hat also auch das, was er gelehrt hat, an der Universität ausprobieren können, daraus wieder tiefe Erfahrungen sammeln können, was er dann wiederum in seine Lehren bringt. Und jetzt beschäftigt er sich besonders damit werteorientierte Führung. Und er hat auch gerade einen Artikel geschrieben in der deutschen BWL-Zeitschrift. Und das nennt sich Herausforderungen moderner Wirtschaft und Gesellschaft auf der Suche nach Antworten in der Vedanta-Philosophie. Sein Bemühen ist es, Vedanta in die Wirtschaft zu bringen. Und wir haben ja auch gerade ein Business-Yoga-Semi-Wochenende hier, Yoga für gute Geschäftsbeziehungen. Und der Hans-Peter Beierl ist ja auch einer der Lehrkräfte unserer Business-Yoga-Ausbildung. Wir hatten auch gerade einen Business-Yoga-Kongress. Gestern hatte ich in dem Kundalini-Yoga-Seminar auch gesagt, wir brauchen heutzutage viel Energie für alles Mögliche. Und wenn wir die Welt transformieren wollen, wir sind ja ganz unbescheiden, dann braucht man auch Prana und das Prana gilt es in die Welt zu bringen. Und so bin ich jetzt ganz gespannt, was Professor Pandey, Chandrasekhar Pandey uns erzählen wird. Er wird übersetzt von Christine, ist begleitet von seiner Frau und wurde auch hier hergebracht von Simon Eisele vom Lehrstuhl für Personalwirtschaft an der Uni Paderborn. Thank you, Sukhdevji. Vielen Dank, Sukadev. Extremely sorry, I'm interrupting your kirtan. Entschuldigt mich bitte, dass ich euren Kirtan unterbreche. In India, we say that to take the Lord's name, you have to have his permission. In Indien sagt man, wenn du den Namen Gottes aussprechen möchtest, dann musst du auch seine Erlaubnis haben. And I think we have a very big permission here. Und ich glaube den Eindruck, dass wir hier eine sehr große Erlaubnis haben. In Guru Nanak, he was one of the gurus in India. He is associated with Sikhism. He used to say that if you take the Lord's name, you will board an aircraft which will take you to him in the other world. He used to say, Nanak naam jahaj hai, jo chadhyo so utaryo paar. If you take the Lord's name, it's like an aircraft. Your lovely Boeings, it will take you to the other world where he is. So we are doing absolutely something which is required, taking his name. Guru Nanak, der zu den Sikh-Lehrern gezählt wird, hatte immer den Ausspruch auf den Lippen, wenn du den Namen Gottes auf deinen Lippen trägst und den Namen Gottes aussprichst, dann wird er dich wie ein Flugzeug auf die andere Seite, in die andere Welt bringen. I am not here to give you a speech, nor will I talk. I am only here to carry a message of the masters. Ich bin nicht hier, um eine Rede zu halten, sondern ich bin hier, um euch eine Nachricht zu überbringen von den Meistern. I am only the instrument for him to express. Ich bin nur ein Instrument für ihn, um
etwas auszudrücken. So please drop my labels of professor. I am only Shekhar, your fellow traveler on the spiritual path. Bitte vergesst also meinen Titel eines Professors. Ich bin einfach nur Shekhar, der euch begleitet, der ein Begleiter von euch ist auf eurem Weg. Yes, the message is as follows. Die Nachricht ist... Sorry. I'm not used to this. Ich bin nicht daran gewöhnt. Today, you find in the society, wherever we are, whether it is Germany or India, that despite all the material ambience that we have created, somewhere we don't find peace with ourselves, somewhere we don't meet ourselves. Sowohl in der indischen als auch in der westlichen Gesellschaft müssen wir immer wieder feststellen, dass wir, obwohl wir so eine große materielle Umgebung hinter uns schaffen, nicht wirklich den Frieden in uns finden und uns selbst nicht wirklich kennen und finden. There seems to be so much of a rat race, everybody running for everything, and you don't know why. You've seen the rats running, they don't know why they are running, but they are all running. Wir sehen immer nur, wie Menschen rennen. Jeder rennt irgendeiner Sache hinterher, man weiß gar nicht, warum sie rennen, aber sie rennen einfach alle. And then finally, there is one who says, I am the winner, but he does not realize, ultimately, he is still a rat. Und dann gibt es einen, der den Eindruck hat, dass er der Gewinner ist, und er sagt, okay, ich bin der Gewinner, aber im Grunde merkt er nicht, dass er auch nur eine Ratte ist. Whether it is issues of economy, whether it is issues of business, whether it is issues of society, despite all our intelligence, we seem to fail and falter. Egal, ob es um Gesellschaft oder um Wirtschaft geht, egal was ist, wir stellen immer wieder fest, dass, ich weiß jetzt nicht, was... Trotz unserer Intelligenz, dass wir nicht weiterkommen. Trotz unserer Intelligenz nicht weiterkommen. My very hardcore economist friends here in the university have models to measure production, productivity, performance. I ask them, do you have also a model to measure love, happiness, joy? He says, no, we are very mathematical. I said, I don't want mathematics. Meine Kollegen, die Professoren von Paderborn, die haben ganz viele Modelle, die das Wachstum und die Wirtschaft erklären und alles ist in Statistiken erklärt. Und dann habe ich sie einfach gefragt, habt ihr denn auch eine Statistik, mit der ihr Liebe messen könnt? Und dann haben sie nein gesagt. I tell them that if our children are not able to take right decisions, what model will you use? Ich habe ihnen gesagt, was, wenn unsere eigenen Kinder nicht in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Welches Modell werdet ihr dann anwenden? We are ourselves not taking right decisions. How do we expect our new generation, the future generation, to take right decisions? Wenn wir selbst nicht in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie können wir von der nächsten Generation erwarten, die richtigen Entscheidungen zu treffen? We are not only misusing, we are abusing the environment. We are creating problems not for ourselves, but also for the society. We are going on looking for material gain, material ambience, but yet in the process destroying our inner peace. Wir misshandeln die Umwelt nicht nur, sondern wir missbrauchen sie auch. Wir nutzen alles um uns herum einfach nur, um uns zu bereichern und achten dabei nicht unser Inneres. That is where my submission is. Can the Vedantic philosophy answer some of these questions? Questions of business, questions of economy, questions of stability, questions of true leadership. And that is where I would briefly share with you that it is possible to do so. Und an dieser Stelle setze ich an mit meinen Fragen und frage mich, ja, ist denn die Vedanta-Philosophie in der Lage, Fragen zu beantworten, die die Wirtschaft betreffen, die helfen könnten, gute Führungskräfte zu erschaffen?
Und diese Punkte möchte ich euch gerne erläutern. I am pretty sure that Sukadevji must have exposed you to some of the basic tenets of Vedas and Upanishads. Ich gehe davon aus, dass Sukadev euch schon die ein oder andere Grundlage gegeben hat von den Veden und den Upanishaden. The rishis and the sages give us a roadmap. If we follow that, we will be able to be in peace with ourselves and also enjoy life. Die Rishis und die Seher zeigen uns einen Weg auf, wie wir unseren inneren, die richtigen Entscheidungen treffen können und unseren inneren Frieden finden können und auch glücklicher sind im Leben. The Upanishads, Vedas tell us that yes, we should fulfill our desires, our karma, and for that you should have money. Die Upanishaden sagen, wir müssen unser Karma erfüllen und dafür brauchen wir Geld. So it does not tell you that you go to the Himalayas. It tells you, yes, fulfill your desires, but from your own money and not your friend's money. Die Upanishaden sagen also, du brauchst, erfülle deine ganzen Wünsche, aber dafür brauchst du Geld, und zwar dein eigenes Geld, nicht das Geld von deinem Nachbarn. But do that following Dharma. Dharma is the guiding principles, morals, values, and not und folge dabei deinem Dharma. Und Dharma, das sind die wichtigsten Werte und Prinzipien, die da sind. And if you do so, finally, you will reach a stage in life when you would like to come in a satsang like this and not drive around your Mercedes. You will reach a stage of liberation, moksha. Und wenn du diesen Prinzipien folgst, dann wirst du auch zu einem solchen Satsang, wie wir hier einen feiern, hingezogen. Und es ist dir weniger wichtig, einen Mercedes zu fahren. First bottle of Coca-Cola gives you a lot of taste, isn't it? Die erste Flasche Coca-Cola gibt dir einen sehr großen Genuss, oder? Second one, little less. Third one, still less. Fourth one, gratis. Two more, you will say, no, I don't want Coca-Cola. Thank you. Die zweite Flasche, ja, da hast du weniger Spaß daran, die dritte noch weniger. Und bei der vierten, die man dir dann schenkt, dann sagst du, naja, okay, das reicht jetzt, ich möchte jetzt keine mehr. Go and get your Coca-Cola from your own money. But Coca-Cola, is it good or Lassi is good? Wenn du also Coca-Cola haben möchtest, dann zieh los und kauf die Coca-Cola mit deinem eigenen Geld. Aber ist Coca-Cola gut oder ist Lassi gut? You decide what is it that you want. You want something good or you want something pleasant? Du kannst entscheiden, ob du etwas Gutes haben möchtest oder etwas, was dir Vergnügen bereitet. If you want something good, you should be in a satsang. If you want something pleasant, alcohol-free beer. Wenn du etwas Gutes machen möchtest oder etwas Gutes für dich tun möchtest, dann gehst du zu einem Satsang. Und wenn du Vergnügen haben möchtest, ja, dann trinkst du Alkohol und Bier. The entire philosophy of Vedas tells you that you are divine, you are good, you are able, you are not able to see the right things because you have not gone on your inward journey. Die Veden sagen, dass du im Grunde gut bist, dass alles in dir gut ist, dass du allerdings noch nicht deinen Weg nach innen gegangen bist. The Vedas gives you a philosophy, a roadmap, which makes you understand yourself and become fearless. Die Veden zeigen dir einen Weg auf, wie du dich selbst besser kennenlernen kannst und angstfrei wirst. Once you are fearless, you will be liberated. Wenn du keine Angst mehr hast, dann wirst du frei sein. Anything that the mind creates, the mind will destroy. Anything that is truth is eternal. It will remain with you and you are the truth. Egal was der Geist erschafft, das wird auch wieder verschwinden. Aber die Wahrheit ist ewig und die Wahrheit wird immer da sein. The Vedas talk about the environment. In Padma Purana, it says, one tree is like 10 suns. Atharva Veda says, don't hit the vitals of Mother Earth. We should follow some of these things which are there in the Vedas. Die Veden besagen immer wieder, wie wichtig die Natur ist und sagen beispielsweise, ein Baum ist wichtiger als 3 Sonnen. Und wir sollen diesen Prinzipien und diesen Empfehlungen der Veden auch folgen.
If you are conscious, if you are aware, you will never take a wrong decision for yourself, and you will also not take a wrong decision for others. Wenn du bewusst bist und genau weißt, was Bewusstsein bedeutet, dann wirst du immer die richtige Entscheidung für, nicht nur für dich treffen, sondern auch für alle anderen. My answer is that yes, it is possible to create wealth, artha, to fulfill your karma on the bedrock of dharma, and then you will be liberated, you will have your moksha. It is possible to do so, and this is what I am being arguing with my economist friends. Ich bin der Meinung, dass es möglich ist, sein, also auf den Prinzipien von Dharma, Reichtum, Wohlstand zu erreichen, Artha. Und das ist so ein Streitpunkt zwischen mir und meinen anderen Kollegen, die da in der Wirtschaftsuniversität sind. Their only question is now, they have accepted most of it, their only question is, okay, how we will measure it? Okay, und selbst wenn sie dann diese Theorie von mir akzeptieren, dann müssen sie, stellen sie die Frage, ja, wie können wir das denn jetzt messen? My submission to them is, and also to you is, can you ever measure the love of your mother for you? Und meine Antwort darauf für sie und auch für euch ist jetzt, kannst du die Liebe deiner Mutter für dich messen? Then the second question they ask me is, when do we know that we are making progress? Und die zweite Frage, die sie mir gestellt haben, war, wann wissen wir denn, dass wir vorankommen? I used to tell my mother at night, Mama, if I had to go and attend the nature's call, please wake me up. Ich habe meiner Mutter immer abends gesagt, wenn ich zur Schule gehen muss morgen, dann weck mich bitte. And she would tell me, you go to sleep. When you will have the nature's call, you will wake up. Und sie hat zu mir gesagt, du gehst jetzt schlafen und wenn du zur Schule gehen musst, dann wachst du einfach auf. So if do not worry about the progress in your awareness, in your consciousness, being fearless, seeing in everybody the same Atman, the same Brahman, you just go on doing your duty. The Lord will take care of us. Mach dir also keine Sorgen, sei angstfrei, erfülle deine Pflicht und tue dein Bestes und Gott wird einfach auf dich aufpassen, auf uns alle. I've been seeing my watch. I should stop in 1 minute. Ich sehe auf meine Uhr und es soll in einer Minute enden. Is 1 more minute. Es gibt also noch eine Minute länger. You know, there is a nice saying that with which I have grown up. It says, I'll translate that myself in English. Ja par kripa Ram ke hoi, ta par kripa kare sab koi. If the Lord himself blesses you, you will find everybody is blessing you. Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn Gott dich segnet, dann wirst du sehen, dass jeder dich segnet. Otherwise, I would not have been here. Wenn nicht, wäre ich nicht hier gewesen. I will stop here. You please excuse me if you have found anything inadequate. I was just a medium for him to express. I thank you very much. I thank Sukhdev ji. I thank my little sister Christine. That is how we see in society. You know, it's we immediately born. Entschuldige mich bitte, wenn ich etwas gesagt habe, was unangemessen ist. Ich bedanke mich bei Sukhdev, bei der Übersetzerin und bei euch allen. And with a namaste, I stop here. Namaste. Namaste. Namaste.